Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. So, der Dezember hat begonnen und ich habe mir vieles vorgenommen. Ich sage nicht genau was, aber lasst euch gerne überraschen. Und dementsprechend starte ich heute mit dem ersten Video. Natürlich etwas einfachen, weil ich ein bisschen was vorbereitet habe, was die nächsten Tage noch ankommen soll. Und wir starten mit den Favorite Pieces der Woche und deswegen fangen wir jetzt an. Los geht's. So Leute, wie im Intro schon gesagt, heute geht es wieder um meine 10 Favorite Pieces der Woche. Black Friday, beziehungsweise dieses ganze Sale-Wochenende ist vorbei. Heute ist der 1. Dezember und ich habe mir gedacht, komm, wir machen noch meine 10 Favorite Pieces der Woche. Sind alles Sachen, die wirklich in einem guten Preisrahmen sind. Deswegen will ich gar nicht lange weiter drum herum reden und wir gucken uns die Sachen einfach mal an. So Leute, hier sind wir bei Piece Nummer 1 und Piece Nummer 1 ist eine relativ coole Jacke, finde ich persönlich. So ein bisschen Art College-Vintage-Jacke, die im Prinzip, also man muss dazu sagen, in den 60er Jahren sahen die ganzen College-Jacken so aus. Es gab vor, ich sage, es gibt schon seit Ewigkeiten so eine Jacke bei Saint Laurent, so ein bisschen auch deren Markenzeichen. Die Teddy-Jacke, nennt sich Teddy-Jacke und ja, immer wieder gibt es Marken, die diese Jacken rausbringen. Und in dem Fall gibt es jetzt, finde ich persönlich, in einem ganz coolen Colorway, in einem Blau, Creme und auch noch in einem Schwarz-Creme in Cord von Zara. Und ich muss euch dazu sagen, das ist schon mal eine Kleinigkeit, die ich vorbereitet habe für die nächsten Tage. Ich habe die Jacke bestellt, wir gucken uns die auch die Tage auf jeden Fall mal an, wie die so ist. Ich habe so 2-3 Jacken bestellt, um da mal so ein bisschen Review zu betreiben mit euch zusammen, euch das Ganze anzuschauen. Aber ich muss sagen, die Jacke hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch gerade, dass das Thema Cord hier aufgegriffen wurde. Sehr, sehr gut für Herbst, Winter, vielleicht auch noch für den Frühling. Ist allerdings keine Sommerjacke. Cord ist, finde ich persönlich, kein Material, was man gut im Sommer tragen kann. Ich finde die Jacke aber nice. Und wer das möchte, kann das gerne abchecken für 69 Euro. Oder ihr wartet auf mein Review-Video. Gibt es die gerade bei Zara. Finde ich sehr, sehr nice. Deswegen, das ist Piece Nummer 1. So Leute, Piece Nummer 2 ist ein Set. Und zwar Mützen-Schal-Set. Die gibt es gerade bei H&M für 15 Euro. Und ich muss sagen, die Kombination, die die da quasi anbieten, finde ich sehr, sehr gut. Weil die haben immer relativ gute Kombinationen gewählt. Hier zum Beispiel eine cremefarbene, also so eine leicht creme-karamellfarbene Mütze mit einem passenden Schal. Das sind immer zwei coole Pieces, die man sehr, sehr gut zu einem schlichten Outfit kombinieren kann, was das Ganze so ein bisschen Highlight gibt, so ein bisschen auffälliger ist. Auch die anderen Varianten, ob es jetzt blau ist, eine blaue Mütze oder eine graue Mütze. Ich finde, das ist sehr, sehr nice gemacht und diese Kombos sind sehr cool, gerade auch jetzt für die Weihnachtszeit. Und da werde ich demnächst auch nochmal ein cooles Video darüber machen, also Weihnachtsgeschenke. Finde ich es auf jeden Fall sehr nice und für 15 Euro kann man überhaupt nichts sagen, wenn man beides bekommt. Natürlich dürft ihr jetzt nicht die übertriebene Kaschmir-Qualität erwarten, aber ich sag mal, kann schon ganz nice sein. Deswegen habe ich es mit reingenommen. Ich habe es gesehen, mir ist es aufgefallen und ich finde, das ist ein sehr, sehr cooles Piece Nummer 2. So Leute, kommen wir zu Piece Nummer 3 und Piece Nummer 3 habe ich die Tage mir auch schon bestellt und zwar in diesem Colorway. Das ist so eine Art Flanelljacke. Ich habe die auch schon in einem meiner letzten Videos von euch gezeigt. Und ich muss sagen, ich habe die Jacke bekommen in meiner Größe und sie war viel zu groß. Deswegen habe ich sie auch nirgendwo thematisiert. Ich habe die jetzt nochmal in den kleiner bestellt und ich habe einfach meine normale Größe, also Größe M gewählt. Ich bin einmal, ich werde das auch immer wieder gefragt, ich bin 1,80 Meter groß. Ich finde die aber von der Qualität, dürft ihr nicht allzu viel verlangen, aber ich finde sie ist von den Designs auf jeden Fall sehr nice. Mir gefallen die Colorways, die angeboten werden. Mir gefällt nicht alles, aber ich finde zum Beispiel diesen schwarzen Colorway sehr nice. Gerade auch diesen cremefarbenen mit schwarz, aber auch die grün, den grünen finde ich sehr nice. Wenn ihr euch für die Jacke entscheidet und sagt, hey, ich will mir die mal angucken, ich will mir die mal bestellen, kleiner Tipp, wenn ihr das nicht allzu oversized tragen wollt, geht einfach eine Größe kleiner. Da habt ihr schon noch sehr gute Passformen und es passt wirklich locker noch ein Hoodie oder ein dicker Pullover etc. drunter. Also die war sehr, sehr groß in meiner Größe. Trotzdem hat sie mir gefallen und ich habe sie noch nicht abgeschrieben. Deswegen habe ich die jetzt auch einfach mal einen Ticken kleiner bestellt. Und ja, das ist auf jeden Fall Piece Nummer 3. Piece Nummer 4 sind ein paar Boots und diese Boots haben mir einfach gut gefallen. Ich habe so die üblichen Seiten durchgesucht und ich muss sagen, ich finde sie echt gut. Die haben wirklich eine dicke Plateausohle. Ist natürlich nicht jedermanns Geschmack, aber ich denke, für den Winter sind die echt cool und man kann die auch gut kombinieren. Haben diesen warmen Sandfarbton und ja, mir persönlich einfach gefallen. Die Sohle, muss man sagen, sieht jetzt dadurch, dass riesige Flächen da sind, nicht ganz so rutschfest aus, weil normalerweise finde ich das für den Winter cooler, wenn so kleinere, so diese eigentlich diese typische Schuhsohle von so Boots ist, aber in dem Fall, gut, muss man sich anschauen, muss man testen, aber ich finde die Schuhe sehr cool und ja, sind soweit, ich weiß, auch Lederschuhe. Müssen wir einmal mal schauen.
Material, Beluleder, also sind schon Lederschuhe, ne? Also schon hochwertig. Haben auf jeden Fall was, wer sowas sucht für den Winter, ein sehr nicer Boot, 180 Euro bei Zalando. Ist auch mit Abstand das teuerste Piece. So Leute, dann komme ich zu etwas, was ich mir persönlich auch bestellt habe und auch das werde ich in den nächsten Videos auf jeden Fall thematisieren. Wahrscheinlich mache ich so ein Jacken-Latest-Pickups-Video, wo ich euch die Sachen zeige. Und ich muss sagen, diese Jill Sanders Uniqlo-Kollektion finde ich sehr nice. Wer das nicht gesehen hat, es gibt von Uniqlo zusammen mit Jill Sander halt diese J-Plus-Kollektion. Und die finde ich nicht schlecht. Die Sachen sind natürlich sehr unauffällig, aber ich muss sagen, mein Highlight-Piece ist auf jeden Fall diese braune Strickjacke. Gerade sowieso das Thema Braun, ich fahre da extrem drauf ab. Und ich finde sie sehr cool. Und ich denke, das kann man auch, so ein Piece kann man das ganze Jahr übertragen. Es gibt ja allerdings in 4 Colorways, wie ihr jetzt seht, ist braun gerade schon ausverkauft, aber jetzt nochmal vorweg, die Links findet ihr natürlich alle wie immer unten in der Infobox. Ihr könnt die Seite täglich aktualisieren, täglich, und es werden immer wieder Sachen zurückgeschickt und dann wird das wieder aufgestockt, abgestockt, so gesehen, sehr, sehr nice. Ich war in dem Store in Düsseldorf die Tage, ich glaube am Samstag, ein paar Tage schon her. Da war die auf jeden Fall, gab es die nur noch in XS und ich war sogar so am überlegen, ob ich sie in XS mitnehme, weil sie mir so gut gefallen hat, aber es ist auf gar keinen Fall meine Größe, ich brauche eine M. Dementsprechend, es gibt die in Blau, in Schwarz, in Grau und halt noch in Braun, beziehungsweise jetzt gerade in Braun auf der Seite nicht, aber ich kann euch sagen, die ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Sehr coolen Schnitt, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Natürlich habe ich euch gesagt, die Kollektion ist cool. Checkt die gerne mal ganz ab, ist eine kleine Empfehlung, nicht jedermanns Sache, aber ich finde sie sehr nice, gerade die Farbtöne auch sehr nice. Und da gibt es eine Kabanjacke, also so ein, wie so ein Militärmantel, ein kurzer Militärmantel, doppelreich, wie ihr seht, in einem Olivton. Und den habe ich auch live im Store gesehen, ich habe sowas in Blau, ich habe den sogar, glaube ich, hier hängen, ich hole ihn mal kurz. Ja, und meiner ist von H&M vor ein paar Jahren, aber ist im Prinzip das gleiche in grün. Ja, sehr, sehr nice. Ich finde solche Mäntel extrem cool. Und wer sowas sucht, die gibt es gerade wirklich, finde ich persönlich, sehr empfehlenswert für ja, teures Geld, allerdings 300 Euro. Allerdings muss man überlegen, da ist auch Jill Sanders mit involviert. Sehr coole Marke. Ich habe gerade schon gesagt, die Boots sind das teuerste Piece. Jetzt muss ich mich leider korrigieren. Ich habe es nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich hier natürlich nicht alle 10 Pieces auswendig kenne. Ist natürlich das teuerste Piece. Aber vielleicht will der eine oder andere ja noch warten, falls sowas in Sale kommt. Nach Weihnachten kann sowas gut in Sale kommen. Und diese Kabanjacke gibt es gerade echt sehr, sehr nice bei Uniqlo zusammen mit Jill Sanders. Dann muss ich sagen, ist es etwas, was ich im Prinzip eigentlich bei Frauen gesehen habe. Und das ist das Thema fließende Hemden. Also es sind im Prinzip keine richtig steifen Hemden, sondern mehr so locker geschnitten. Teilweise auch ein bisschen eine Nummer größer getragen, als man braucht. Und ich ist jetzt hier in dem Fall, ja, hier sieht man so ein bisschen, dass das so mehr so ein fließendes Hemd ist, so ein lockeres Hemd ist. Und da bin ich generell auf der Suche, weil ich diese Stilrichtung, wie man hier links sieht, auf jeden Fall sehr nice finde, wenn man so ein lockeres Hemd hat, dazu eine schöne Anzugshose und eine schöne, schickere Hose mit ein paar coolen, ich sag mal, Schnürschuhen oder in dem Fall jetzt hier auch Pennyloafern oder so. Das sieht schon sehr, sehr nice gestylt aus. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache und gerade diese ganzen Hype-Kids denken sich jetzt, what the fuck, was labert der da? Aber ich kann euch sagen, das ist auf jeden Fall ein Piece, was wirklich was hermacht, ein bisschen, ja, auf jeden Fall cool aussieht, meiner Meinung nach. Und ich denke, das ganze Thema so fließende Hemden, lockere Hemden wird jetzt im Frühling auf jeden Fall vermehrt noch kommen, meiner Meinung nach. Und ja, ist sehr, sehr nice, das Thema Hemden sowieso. Dementsprechend checkt das ab, das gibt es für 49 Euro gerade, neu bei Mango Man, sehr, sehr geil. So, dann haben wir etwas, was ich die Tage selber meinem Kollegen gesehen habe. Und zwar ist das die Workwear-Jacke von Samso & Samso. Und ich kann euch sagen, ich habe sie live gesehen, hier in dem Cremeton habe ich die letztens bei einem Kollegen gesehen und ich gefällt mir wirklich, wirklich sehr, sehr gut und sie ist runtergesetzt, sie ist gut reduziert. Es gibt von der auch noch gute Größen, meine Größe wäre jetzt wahrscheinlich nicht mehr da, weil ich habe wie immer eine M. Sowas ist natürlich immer meistens immer schnell ausverkauft, aber ich sag mal S, L, XL, ist alles noch am Start. Wer sowas sucht, ist wirklich nochmal was ganz anderes, als wenn ihr sowas im H&M, Zara, Uniqlo und Co. seht. Die hat einen sehr, sehr coolen Schnitt und gerade die Marke Samso und Samso ist so sehr minimalistisch angehaucht. Aber qualitätstechnisch sehr, sehr gut. Erinnert mich so ein bisschen an Sandro Paris. Allerdings ein Ticken günstiger. Und ja, die gibt es gerade reduziert mit 30% Rabatt bei Zalando von Samso & Samso in zwei
Farben, einmal in diesem Cremeton und einmal in Schwarz. Wirklich eine sehr, sehr coole Jacke. Und die sieht jetzt auf den Fotos nach nicht viel aus, aber ich kann euch sagen, wenn ihr die in live seht, das ist nochmal was ganz anderes. Könnt ihr wirklich auf meine Erfahrung vertrauen. Ist eine sehr, sehr coole Workwear-Jacke, also Worker-Jacket. Und ja, sehr geil. So, und dann kommen wir schon zum letzten Piece. Und das ist immer etwas, was ich bei Urban Outfitters sehr, sehr gut finde. Allerdings, da kauft man so ein bisschen die Katze im Sack. Finde ich aber sehr nice. Und das sind diese, ich sag mal, diese Vintage-Jacken, die immer anbieten. Die machen immer so Pakete. Ich weiß nicht, wie die es genau machen. Ob die dann so Bundles einkaufen, etc. Und es gibt gerade so eine dunkle Card-Vintage-Jacken-Kombo, die ihr da kaufen könnt. Und wie ihr seht, die kosten 109 Euro. Also nicht ganz günstig, aber auch nicht übertrieben teuer. Weil wenn ihr die Jacke zum Beispiel neu kauft, ist sie sehr extrem teuer. Und da kauft man so ein bisschen etwas, wo man nicht genau weiß, was kommt. Aber ich kann euch sagen, die Jacken sind sehr nice. Wer gerade diesen Vintage-Card-Flair noch feiert und wer sowas sucht, die gibt es gerade bei Urban Outfitters. Das gibt es auch noch in Creme. Hier auch nochmal in Creme. Allerdings ist da die Jacke so ein bisschen anders. Aber sehr, sehr nice, finde ich, dass sie sowas immer anbieten. Mein Favorite ist aber auf jeden Fall die dunkle Variante. Und ja, gefällt mir sehr gut. Auch gerade hier das erste, wenn ihr das so seht hier. Ich habe sowas in der Art mir mal Secondhand auf Etsy gekauft. Finde ich auf jeden Fall sehr nice. So ein bisschen Hoodie-mäßig, Workwear-Jacket. Finde ich sehr cool. So Leute, das war's wieder mit meinem Favorite Piece der Woche. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Alle Links findet ihr wie immer in der Infobox. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Und über ein Feedback bzw. einen Kommentar würde ich mich auch sehr freuen. Ja, das war's an der Stelle. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Peace, Leute. Ciao.